Harley-Davidson fahre, möchte ich natürlich auch diesen Sound, den wir schon vor 40 oder 50 Jahren hatten, möchte ich natürlich in irgendeiner Form auch wieder genießen. Wir werden mit Lärm überzogen, sodass wir nicht mehr in Ruhe leben können. Da muss man sich engagieren, das kann man nicht einfach so hinnehmen. Das klingt gut, ne? Wir Motorradfahrer sind vollkommen entsetzt darüber, weil es gibt Gesetze mit zulässiger Lautstärke, es gibt Gesetze mit zulässiger Geschwindigkeit. Und darüber jetzt noch ein Verbot zu setzen, finden wir als Diskriminierung. Es ist wie das Salz in der Suppe. Das gehört einfach dazu. Und dann machen wir eine Musikanlage an, AC/DC. Loud pipes save life. Und ich habe ein höheres Risiko, von Autofahren übersehen zu werden, weil ich eine kleinere Silhouette habe und ich werde gehört. Dann müssen wir ganz ergebnisoffen diskutieren, ob man vielleicht mal gewisse Feiertage sagt, so jetzt sind mal die Anwohner dran, wie Ostern war durch Corona hier gesperrt. Oder man sagt, alle zwei Wochenenden machen wir hier mal zu, dass die Anwohner mal Ruhe haben. An den anderen Wochenenden sollen die Biker wiederkommen.